Ich habe Süßes oder Saures im Harry Potter-Style gecraftet, weil das macht dieses Buch fertig wollte, dass ich bunte Süßigkeiten lutsche und dann die Seite ablecke. Aber ich möchte keine klebrige Süßkramspucke in meinem Buch haben. Oder überhaupt Spucke. Wusstet ihr, dass man im Mund mehr Bakterien hat als im Po? Wirklich? Im Arsch? Also habe ich mir Bertie Botts Bohnen und einen Schokofrosch inklusive fancy Verpackung einfach selbst gebastelt. Dazu noch die Figur, die vor dem Laden der Weasley-Zwillinge steht. Aber anstatt macht sie bei mir... Also habe ich ihr eine extra lange Zunge verpasst, alles ins Buch geklebt und interaktiver TINF sei Dank kann der Schokofrosch wirklich wegspringen und die Seite, wie verlangt, abgeleckt werden.